Da sind Sie ja schon. Wissen Sie, ich weiß gar nicht, ob wir schon anfangen können. Aber hier, bitte. Möchten Sie einen Windbeutel? Schmecken wunderbar. Nein, die kosten nichts. Das ist ein Werbegeschenk von der hiesigen Bäckerinnung. Bitte sehr, wie nennt man das heute noch? Imagefliege. Wissen Sie, das ist nämlich so. Die fühlen sich durch das Stück heute Abend, fühlen sie sich mal nicht auf den Schlips getreten. Die sagen so ein Bäckermeister wie der Hinzpeter, das ist die Hauptrolle in diesem Stück, der blamiert die ganze Innung. Und wieso so ein Bullerballer und ewig Besserwisser, wieso das nur ausgerechnet ein Bäckermeister sein muss? Ob wir dafür nicht einen Tischlermeister nehmen könnten? Na, das geht ja nun überhaupt nicht, nicht? Wir können ja nun nicht das ganze Stück umschreiben. Und als Sie das endlich geschnallt hatten, da haben Sie mir die Windbeutel hier hergesetzt. Aber wir haben noch eine ganze Menge da hinten. Also bitte, Sie können gern zulangen. Dabei weiß ich überhaupt nicht, was Sie gegen den haben. Das ist eben ein Mann mit Charakter. Und wenn einer Charakter hat, dafür kann er ja schließlich nicht. Ne? Wenn der anders wäre, das wäre wie ein Windbeutel ohne Sahne. Und der ganze Spaß wäre im Eimer. Aber pulen Sie das mal den Leuten von der Innung bei. Aber nun Schluss mit der Schnackerei. Fangen wir jetzt an und in der Pause können Sie noch mal zulangen. Bitte sehr. Ich meine, wenn denn noch was da ist, ne? Viel Vergnügen. Bleib mal im Laden, Gisela. Ich gehe schon ran. Hier, Bäckerei und Konditorei Hinzpeter. Ja, stopp. Sie sprechen doch gar nicht mit Herrn Hinzpeter. Nee, Sie sprechen mit Herrn Peter Hinz. Ja, der Meister. Nur der sitzt wohl noch in der Badewanne. Ja, heute ist ja Sonnabend, nicht? Mhm. Ja. Was soll ich ihm bestellen? Nee, das tut er bestimmt nicht. Na, hören Sie mal. Mein Meister ist ein Mann mit Charakter. Ja, dann rufen Sie mal wieder an, wenn er sich abgeschrubbt hat. Tschüss. Lingelingeling, lingelingeling, nun kommt die Bäckerei schon. Na, Peter, du bist ja wohl bannig vergnügt. Ja, was ein Wunder, Gisela. Heute Nacht habe ich nämlich geträumt, ein blonder Engel steigt vom Himmel runter und hat mir 20 Mark geschenkt. Da kannst du lange drauf warten. Ja. Wir hatten da eben angerufen. Oh, Wecker Dündelang. Die Sahne schnitten Lütter haben und halb so dick. Aber dafür 2 Groschen billiger. Oder lässt mein Vater sich nicht drauf ein? Nur dort hätte ich ja auch gesagt. Oh, ist die Post schon da? Gerade eben, Peter. Du guck mal, Gisela. Da ist ein Brief mit Luftpost dabei. Oh ja. Aua. An meine Oma. Oh ja. Was? Von Fritz Hinzpeter? Aus Brooklyn? Du, das ist doch mein Meister, sein Bruder. Ich denke, der ist gar nicht mehr ein Leben. Tja, das haben wir ja auch alle angenommen. Ja. Na, dann will ich den Brief mal schnell raufbringen, ne? Sag mal, das kannst du doch nicht einfach so riskieren. So eine alte Frau kann vor Freude einen Schlag kriegen. Fällt um und ist tot. Ach, was, Gisela? Oma will doch 100 Jahre alt werden. Und vielleicht hat sie den Postboten von oben ja auch schon gesehen. Ja, und dann schimpft sie wieder rum. Warum habt ihr mir den Brief nicht gleich raufgebracht? Ja, da hast du auch wieder recht. Aber dann zeig ihr den mal nicht gleich. Bring ihr das so ein bisschen schonend bei, ja? Klar. Gerade so schonend, wie ich dem Meister das beigebracht habe, als mir das Kuchenblech mit der Windbüdel für den Rindstein gefallen ist. Das ist ja so. Der kleine Konditor Hinzpeter? Ja. Ach, Sie sind's, Frau Langbein. Ja, selbstverständlich. Die beiden Torten werden pünktlich geliefert. Oh ja, ich weiß. Auf der einen soll stehen, dein auf ewig. Ja, und auf der anderen, die Liebe höret nimmer auf. Ja. Die Liebe höret nimmer auf. Ja. Sowas kann unser Geselle Kröpelin großartig machen, direkt künstlerisch. Und darf ich fragen, wohin das junge Paar die Hochzeitsreise macht? Ach, das geht nicht mehr. Ist schon in Sicht, der Klapperstorch. Na dann, auf Wiedersehen, Frau Langbein, und viel Vergnügen heute Abend.
Na, Peter, was hat Oma gesagt? Oh, eigentlich nichts. Konnt vor Schreck kein Wort rauskriegen, was? Oh doch, sieh ganz ruhig. Von dem? Oh, da leg ich immer dahin. Wenn ich volle 23 Jahre auf eine Nachricht von ihm warten konnte, dann kann ich mich nur auch so lange gedulden, bis ich meine Tasse Kaffee ausgetrunken habe. Na, Gott sei Dank. Halt, komm mal her. Ja, vergessen. Hier, ein Brief von deiner Berufsschule. Oh, verflucht. Du hast den Unterricht geschwänzt, was? Nun ja, war eben zu schönes Wetter, um in der Schule zu sitzen. Hat sich also rumgetrieben, oh wei, oh wei. Rumgetrieben? Ich bin mit ein paar Freunden unten an der Elbe gewesen. Ja, und da schien die Sonne so schön. Und da lag sich das so schön im warmen Sand. Ja, oh, komm, Gisela, versteck doch den Brief bis Montag, du. Sonst krieg ich heute Nachmittag schon wieder keine Frage. Verstecken? Ich werde das auch gerade noch von meinem Vater verheimlichen, Peter. Du verheimlichst ihm ja sonst auch, was? Ich? Hm. Ja, was denn wohl? Oh, dass du mir mit einem Herrn ausgehst. Woher weißt du das? Hat unser Geselle Kröpelin erzählt. Und der hat dich mit ihm auch schon mal in dem Lokal vor deiner Mutter sitzen sehen. Ach, nur sieh mal an. Ja, und Karl weiß nur auch schon, dass der Herr Dübel heißt. Ja, woher denn? Per Zufall, beim Putzbüttel. So, na meinetwegen. Und was geht das den Kröpelin an? Ja, wo er doch der Schwiegersohn vom Meister werden möchte. Du spinnst ja! Tja, was? Nee, du, das stand in dem Brief, den er an seinen Bruder Henning in Ratzeburg geschrieben hat. Und den Brief hat er dir gezeigt? Nee, den hat er wohl noch nicht fertig, als er runtergerufen wurde, weil die Knetmaschine mal wieder nicht ging. Ah, da lag dieser Brief da also offen rum. Ja. Und da hast du den einfach so gelesen. Ja, klar. Ja, tut man denn sowas? Ja, du, das musste ich doch, nicht? Sonst wüsste ich ja nur nicht, was da drin steht, nicht? Und was ist dann da drin? Aber erst versteckst du den Brief, nicht? Oh, ja. Erst sagst du mir, was er alles geschrieben hat. Naja, dass er dich gerne zur Frau haben möchte. Was? Was der Mann sich wohl einbildet? Joba. Ja, und was noch? Oh, noch viel, viel mehr. Willst du nicht doch lieber erst den Brief verstecken? Noch viel, viel mehr, sagst du? Naja, das... Deine Eltern nur geschieden sind und dass deine Mutter nur das Lokal bei Tante Selma auf der großen Freiheit hat. Was, das auch? Ja. Oh, Peter, da ist jemand im Laden. So, und du siehst nun zu und trägst deine Rundstücken aus. Ja, und der Brief? Hey, der Brief von der Schulleitung! Oh Mann, der Owl kommt. Warum hätte er nicht noch ein bisschen länger in der Badewanne bleiben können? Wieso unter vier Augen, Kröpelin? Ja, erzählen Sie mir nichts von den anderen Gesellen. Sowas ist in meinen Augen charakterlos. Aber Meister, wie werde ich wohl? Was ich auf dem Herzen habe, kann ich ja nicht gut in der Backstube sagen. Wie war nie? Ja, dann mal raus damit aus dem Backofen. Hier, gucken Sie mal, Meister. Ja? Ich bin doch erst 5 Monate hier bei Ihnen. Und, 5 Monate, ja, aber kommen Sie mir nicht von wegen Zulage. Da sind die Zeiten nicht nach. Oh Gott, bewahre, von der Zulage kann da überhaupt keine Rede sein, die war nie. Um ganz was anderes handelt sich das. Sozusagen im Interesse für Ihr Geschäft. Sowas habe ich gern. Aber Sie wissen ja gar nicht, was ich meine. Ich meine ja auch gar nicht gemeint. Das dreht sich um den Brief von Peters Fachschule. Und der wird in der Schule genauso frech sein wie hier. Nun reden Sie doch keinen Blödsinn. Hier in dem Brief, da steht, der Schüler Peter Hinz ist einer der Besten. Er ist fleißig und aufmerksam, äußerst lernbegierig und kann in seinem Betragen als Vorbild seiner Klassenkameraden dienen. Was sagen Sie nun? Ja, tüchtig ist der Peter. Ja, das muss man dem Jungen schon lassen. Ja. Aber mal auf das zurückzukommen, was ich gerne mal mit Ihnen besprechen möchte, Meister. Schieß doch endlich los, Mann. Aber wenn Sie lesen, können Sie doch gar nicht zuhören. Ich lese ja mit den Augen und nicht mit den Ohren. Ja, gucken Sie mal, Meister. Ja. Nächsten Mittwoch haben Sie doch Ihr 50-jähriges Geschäftsjubiläum. Ja. Gerade an demselben Tage, an dem Ihre alte Mutter 80 Jahre alt wird. Ja, richtig, 80 wird's. Aber von wegen großartig feiern, daraus wird nichts. Der Rummel würde mich viel zu viel Geld kosten. Ja, und wenn schon, Meister, da sind Sie doch im Ansehen schuldig. Na, und so schlecht geht das Geschäft ja auch gar nicht. Na ja, aber was bleibt für ein Nach, wenn man alles bezahlt hat? Vor allem die Steuern fressen einen doch noch auf. Die Zitronen, die Sie zum Kuchenbacken brauchen, werden nicht so ausgequetscht wie ich vom Finanzamt. Und hier ist doch das Angebot wegen dem neuen Backofen. Wir brauchen einen neuen, so nötig wie man irgendwas, der kostet Vermögen. Ja, wo soll ich das Geld dafür auftreiben? Dann sollen Sie nur mal zu Herden kriegen, Meister, was an Ihrem Gesellen Karl Kröpelin haben. Ich kann Ihnen ganz leicht das nötige Geld verschaffen. Sie? Woher denn? Von meinem Bruder Henning aus Ratzeburg. Ja? Der hat nämlich... Moment. Na, bitteschön. Was ja eigentlich nicht rauskommen soll, im Frühjahr im Toto soeben 47.000 Mark gewonnen. Was? So viel? Und im Frühjahr schon?
Da wird er jetzt wohl nicht mehr viel von haben, was? Was glauben Sie, Meister? Das ganze Kapital, so wie er es gekriegt hat, liegt noch auf der Ratzeburger Kreissparkasse. Ach. Gerade neulich hat er zu mir gesagt, Karl, Bruder, hat er gesagt, wenn du dich in Hamburg selbstständig machen kannst, dann tu das. Von meinem Gelde steht dir so viel zu, wie du brauchen kannst. Was war das eben? Sie sich selbstständig, was? Nee, will ich aber nicht. Nee, Meister, nee. Ja. Das gibt nämlich was. Das hält mich bei Ihnen, Meister. So. Naja, sehen Sie mal, Sie haben doch keinen Sohn, der mal Ihr Nachfolger wird. Ja. Aber Sie haben eine Tochter und ich möchte so gerne Ihr Schwiegersohn werden. Was war das? Ja, Ihre Gisela gehört meine ganze Liebe. Und ich will ihr allzeit ein guter Manne sein. Ja, das glaube ich schon, aber haben Sie mir nicht mal erzählt, die haben damals eine Braut da drüben zurückgelassen, was? Ach, Mariechen Kaludrich, Kate. Ja. Aus Ostpreußen. Naja, die wollte nicht mit rüber und dann haben wir uns verkracht. Sie hat mir den Ring vor die Fiese geschmissen und mir eine riesige Ohrfeige gegeben. Oha! Und nun möchte ich gerne Ihre Gisela zur Frau haben. Tja, Gröblin. Das glaube ich wohl. Na, und warum nicht? Ich habe sie ganz gern. Sie sind sparsam, solide, sind tüchtig, verstehen Ihr Handwerk, was? Aber dass ich da bis jetzt nichts davon gemerkt habe, dass Ihr Bein, meine Gisela und Sie, was? Na, ja, na, ich glaube allerdings kaum, dass Frau Gisela da so recht was von weiß, was sie mir bedeutet. Ach, die weiß das doch gar nicht. Naja, es hat sich noch nicht die Gelegenheit ergeben. Aber ich möchte so gerne, wenn Sie erlauben, mal mit ihr so ein bisschen ausgehen. Nee, warum denn nicht? Da habe ich nichts gegen. Aber sie geht ja viel lieber mit einem gewissen Herrn Diebel aus. Diebel? Kenne ich nicht. Ist er aus unserem Fach? Ist er nicht, nee. Mhm. Vom Finanzamt ist er. Was? Sie erlauben sich wohl einen faulen Witz mit mir, was? Sowas habe ich gern. Nee, das ist wirklich überhaupt wahr, Meister. Beim Finanzamt geht Sie auch nicht. Da will ich doch gleich mal mehr von wissen. Das ist doch nicht zu passen, sowas. Na? Hallo, Meister. Sag mal, was wollte ich eben? Der Brief von der Schulleitung, Meister. Richtig. Komm jetzt mal, Jung. Komm mal her. Da ist ein Brief von deinem Lehrer gekommen. Wonach du, was ich ja nie von dir gedacht hätte, einer der Besten in der Klasse bist. Ja. Ist doch schön, Peter, nie? So was habe ich gern, mein Junge. Ja, und da steht da noch mehr drin, Meister. Ist das nicht genug? Ja, mir langt das. Ja, also, sowas muss belohnt werden. Hier, mein Junge, hast du einen 20-Mark-Schein. Ja, Meister, danke schön. Ja? Ja, mein Traum hat sich erfüllt. Und Meister ist sein Engelein, 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 Engelein. Bäcker und Konditorei, Peter? Ne? Nee, nichts zu machen, Herr Dünnelang. Ach, was auf sowas, lass ich mich doch nicht ein. Sieh mal, ich bin doch kein Mensch, der heute so redet und morgen so. Das sind in meinen Augen charakterlose Kreaturen. Na schön, dann lass es eben bleiben, sowas Dummes. Ja, so, nun habe ich die Blumengau ins Wasser gestellt, nicht? Na nur, was soll die denn haben? Oh, Fräulein Hinzpeter. Von einem gewissen Herrn. Von einem gewissen Herrn? Sicher von Herrn Diebelmeister. Der hat also die Frechheit, meiner Tochter Blumen ins Haus zu schicken. Da will ich doch gleich mal einen Riegel vorschieben. Augenblick mal eben. Ja, das verdient gerade noch. Seien Sie aber gnädig, Meister. Ja, keine Sorge, mein lieber Kröbling. Sie können sich ganz auf mich verlassen. Was ich ist, kann ja noch werden. Sie würden mich zum glücklichsten Menschen machen, Meister. Und wegen dem Darlehen wäre es wohl das Beste, Sie geben mir heute Nachmittag frei, damit ich damit Sie nach Ratzeburg fahren können. Ja. Ist gut. Fahren Sie mal ruhig los, Karl. Karl, hat er zu mir gesagt. Oh Gott. Die Tür denn ist noch drin geblieben. Junge, Junge. Ah, da bist du ja. Weißt du, was ich eben gehört habe? Oh ja, mit Peter nicht. Du, der geht einfach nicht in die... Das dreht sich nicht um Peter, das dreht sich um dich. Um mich, Papa? Ich hab doch gar nichts getan. Du sollst mich nicht dauernd unterbrechen. Setz dich erst mal hin. Sag mal, wer ist eigentlich dieser Herr Dübel? Ne? Oh. Ja, das ist ein Mitglied im Schwimmverein, Papa. So. Ich hab dich damals in den Verein eintreten lassen, damit du schwimmen lernst. Aber nicht, um da Herrenbekanntschaften zu machen. Papa, wenn man da so gemeinsam um die Wette schwimmt, dann kommen einem ganz von selbst solche Gefühle von wegen Liebe. Dann war das Wasser eben nicht richtig temperiert. Bei bloß 5 Grad über Null können einem solche Gefühle nicht kommen. Also von dieser Liebschaft will ich nichts weiter hören. Oh, Papa Detlef ist so ein netter Mensch. Der wird dir gefallen. Was denn, mir soll einer vom Finanzamt gefallen? Oh ja, Mama mag ihn auch. Und die ach nee, deine Mutter kennt ihn auch schon. Gisela, ich habe dich damals von deiner Mutter weggeholt, weil ihr Lokal nichts für ein junges Mädchen ist. Oh, damals, Papa, da war ich noch jung. Und jetzt bin ich 23. Na ja, klar, dass da dran gedacht werden muss, dich zu verheiraten. Aber nicht mit einem vom Finanzamt. Das kann mir so einer schon nützen. Ja, dir nützen? Warum soll er denn dir nützen, Papa? Tja,
Ich habe bei Klein an einen Nachfolger zu denken. Und weil du leider kein Junge, sondern nur ein Mädchen geworden bist, ist es deine Pflicht und Schuldigkeit, einen Bäcker zu heiraten. So, so, deswegen. Sozusagen zur Erhaltung der Dynastie Hinzpeter. Aha, deshalb. Ja. Und an wen zum Beispiel hast du da gedacht? Wenn du nicht bloß Augen für diesen Herrn Dübel hättest, hättest du schon lange gemerkt, dass mein bester und tüchtigster Geselle Kröpelin sich in dich verliebt hat. Was? Diesen dröhnbüdeligen, mickerigen Kerl soll Was heißt denn hier mickerig? Ja, glaubst du vielleicht, ich bin in meinen jungen Jahren hübsch gewesen? Nee, Papa, ganz und gar nicht. Na also, sowas kommt bei einem Mann erst in den mittleren Jahren. Oh, du, Papa, ich will aber mein Detlef. Gisela, du kennst mich. Wenn ich zu etwas erstmal Nein gesagt habe, wird da nie ein Ja draus. Nie! Dafür bin ich ein Mann, der weiß, was er will. Was will ich denn mal noch, was? Richtig, hast hier. Also sowas, Pö. Jetzt wollen wir doch mal sehen, wen ich heirate. Mein Detlef! Oh, Detlef! Na, mein Lütten? Sag mal, du traust dich hier einfach so reinzukommen. Dazu ist unser Eins jederzeit berechtigt. Wir kommen, wenn keiner das ahnt, wie der Blitz aus heiterem Himmel. Du, mein Papa ist eben da zur Tür raus. Hoffentlich kommt er bald wieder rein. Du, da freu dich mal nicht drauf. Der hat eine schändliche Wut auf dich. Das hat man oft auf unser Einen. Detlef, er weiß von uns. Mal musste der das ja zu wissen kriegen. Oh, mein Papa ist so ein verdammter Dickkopf. Der hält das für Charakterschwäche, wenn jemand mal seine Meinung ändert. Braucht er ja auch nicht. Braucht bloß okay sagen. Papa will, dass ich einen von unseren Gesellen heirate. Und das nur, weil er einen Bäcker als Nachfolger für sein Geschäft braucht. Tja, mein Lütten, da muss ich deinem Vater recht geben. Wie bitte? Das sagst du? Du? Ja. Und dafür komm bloß ich in Frage. Du bist doch kein Bäcker. Tja, weißt du, nach der Schule, da habe ich nicht gleich Finanzbeamter gelernt. Sondern? Bäcker und Konditor. Was? Ja, dann hast du wohl deine Lehre abgebrochen. Nee, mit Auszeichnung abgeschlossen. Oh, und Detlef! Du, das soll mein Papa aber nun sofort zu wissen kriegen. Nee, bloß nicht. Ach, jetzt, wo ich weiß, dass du vom Fach bist, da sehe ich die Welt doch mit anderen Augen an. Nicht die ganze Welt. Das reicht, wenn du mir in die Augen guckst. Ja. So was hab ich gern. Na, dem steht ja nichts mehr im Weg. Papa, darf ich vorstellen, das Nicht mehr nötig. Sie sind also dieser gewisse Herr Dübel. Ganz recht, Herr Hinzpeter. Ich freue mich, Sie kennenzulernen. Dann sollen Sie mich auch gleich so kennenlernen, dass Ihnen die Freude vergeht. Aber Papa, ich bitte dich. Du sollst mich nicht unterbrechen. Sie haben ja eine Unverfrorenheit am Leib, das ist das Ende von weg. Erst schicken Sie meiner Tochter Blumen ins Haus und dann haben Sie auch noch die Kühnheit, sich erblicken zu lassen, was? Ich? Blumen? Ach, das sind doch die Blumen vom alten Opa Maschmann, Papa, weil ich seine Brieftasche gefunden habe. Dann haben die Blumen Glück, dass ich sie nicht gleich aus dem Fenster schmeiße. Sie, Herr Dübel, haben aber weniger Glück. Wenn Sie nun nicht machen, dass ich zum Dübel schere, soll es mit dem Dübel zu gehen, wenn ich sie vier kann ich auf der Tür schmeiße. Du weißt ja noch gar nicht, du sollst mich nicht unterbrechen. Herr Hinzpeter? Ja. Ich bin dienstlich hier. Dienstlich, ja. Und dann knutschen Sie meine Tochter ab, was? Man soll das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden. So, und was ist das Nützliche? Das ist für den Start. Ich komme als Betriebsprüfer. Betriebsprüfer? Ausgerechnet Sie müssen das sein, den man mir auf den Hals schickt. Das habe ich gern. Und außerdem, ich dachte, es ist doch die beste Gelegenheit, meinen zukünftigen Schwiegervater kennenzulernen. Zukünftigen Schwiegervater? Oh, aber hör doch mal, als Detlef aus der Schule kam, da ging er das gar nicht. Das ist mir wurscht, wo er hingegangen ist. Du gehst mir aber in den Laden, wo du hingehörst. Wieso, da ist doch gar keiner, Papa. Ist ja egal, geh mal rein, deswegen ist einer drin. Also so? Wir wollen also meine Bücher prüfen. Ja. Na schön, bitte. Wir müssen 10 Jahre zurückgehen. Was, 10 Jahre? Die Hauptsache ist, dass Sie selbst bald wieder zurückgehen. Da werde ich wohl den ganzen Tag zu brauchen. Was denn? Den ganzen Tag soll ich Sie hier vor Augen haben? Nee, bin ich nicht hier drin. Augenblick bei Ihnen. Peter! Ja, Meister! Mal rein! Ja, ich komme! Können Sie sich aber darauf verlassen, bei mir, da finden Sie nichts. Peter! Ach, zieh doch mal in der Stube. Du siehst ja wie aus wie ein Mehlklo. Zieh doch mal in der Stube den Esstisch aus, damit der Herr Dübel Platz genug hat. Ja. Ach, Sie sind Herr Dübel? Ja, das freut mich aber nicht. Hast du das wissen, dass du rauskommst? Ja. Und dass du mir sämtliche Stühle rausstellst, hörst du? Ja, Muppi, Meister. Einen Stuhl werden Sie mir doch wohl lassen. Stehen Sie mal, ich muss bei meiner Arbeit auch stehen. Mister, Mister! Ja.
Denken Sie mal, wer gerade hier war. Dieser Diebe. Der ist noch hier. Der bleibt doch den ganzen Tag hier. Den ganzen Tag? Ja. Ich habe mit eigenen Augen mit ansehen müssen, wie diese unverschämte Kerle ihre Gisela gekisst hat. Ja, ja. Können ja wohl nachfühlen, wie mir zumute ist, wo ich gerade bei der bestellten Tutte bin, wo drauf steht, dein auf ewig. Seien Sie mal ohne Sorge, Herr. Mein lieber Gröblin, ja. Machen Sie sich keine Gedanken. Die Liebschaft zwischen den beiden hört auf. Fahren Sie mal nachher ruhig nach Ratzeburg, mein lieber Karl. Was wollte ich immer noch? Ah ja, zum Putzbügel ist richtig, ja. Hast du mir hübsch in Laden bleibst, hörst du? Ja, Papa. Mein lieber Karl, hat er jetzt schon zu mir gesagt. Lass mal, meine Sachen bringe ich schon selber rein. Jo, hier, nicht? Und wenn Sie mal was auf dem Herzen haben, nicht? Ich meine so von wegen Fräulein Gisela, dann wenden Sie sich mal vertrauensvoll an mich. So, kann ich das? Ja, klar. Bloß vor unserem Meister müssen Sie sich in Acht nehmen. Das ist nämlich ein Mann mit Charakter. Mir scheint das ein banniger Dickkopf. Jo, das ist doch dasselbe. Ach ja, und noch einen Rat kann ich Ihnen geben. Sehen Sie zu, dass Sie die Oma da oben kennenlernen. Die hat nämlich noch immer das Sagen hier im Haus. Die soll aber doch schon schwerhörig sein. Jo, das meint man. Aber was sie nicht hören soll, nicht, das hört sie doch. Da ist sie schon. Ich höre ihren Krückstock. Bums, bums, bums. Zu mir ist sie ja immer richtig freundlich und nett, nicht? Das können Sie ja gleich mal gewahr werden, ne? Also, Achtung. Bitte, Oma Hinzpeter. Willkommen. Nichts anderes zu tun, als hier rumzustehen? Ja, ich gehe ja schon. Ach. Wer sind Sie denn? Mein Name ist Detlef Dübel, Frau Hinzpeter. Was, wie heißen Sie? Dübel? Das ist ja drollig. Ich bin geborene Engel. Was hat Ihre Enkelin mir schon erzählt? Sie werden ja nur auch bald 80, nicht? 80, ja. Ja, schönes Alter. Meine Oma ist sogar 96 geworden. Na. Ist letzten Herbst gestorben. Was mit 96 schon? Ich will 100 werden. Denn muss ein Senator hierher kommen und mir gratulieren. Warum sollen Sie die 100 nicht voll machen? Sie sind ja noch rüstig. Gisela sagt, Sie gehen zweimal die Woche ins Kino? Ja, tu ich auch. Und lese auch noch die ganze Zeitung von vorn bis hinten. Sagen Sie mal, was war das eben? Gisela hat Ihnen das erzählt. Woher kennen Sie die denn? Och, wir sind zusammen im Schwimmverein. Ach so. Da kommt sie gerade. Da kommt sie. Moin, Omi. Na, der. Ich soll ja eigentlich nicht aus dem Laden. Was? Du sollst nicht aus dem Laden? Papa will wohl nicht, dass ich mit Herrn Dübel zusammenkomme. Ja, warum denn nicht? Ich bin doch auch mit ihm zusammen. So einen ganz netten Menschen, nicht? Oh, das ist Detlef auch, Omi. Und der hat mir so fein das Kraulen beigebracht. So war es aber nicht gemeint, Frau Hinzpeter. Omi, das ist ein Schwimmbad. Guck mal, ungefähr so. Ach, Mann, das ist ja ganz harmlos. Ja. Oh. Und dabei haben wir uns näher kennengelernt, Detlef und ich. Omi? Ja. Wir haben uns lieb, nicht, Detlef? Die Liebe. Das ist das Einzige, was nie aus der Welt kommt, nicht? Nur leider ist Giselas Vater dagegen. Was ist er? Ach, Papa will nicht, dass wir mal heiraten, Ach, Oma. Dein Vater, der weiß doch nie, was er will. Was ist er denn? Ich bin beim Finanzamt. Du, Omi, da ist er noch. Da soll er aber nicht bleiben. Doch, Mann, dann ist er doch Beamter. Wenn er erst mal tot ist, kriegst du eine schöne Pension. Sieh an, Oma denkt an alles. Will, dass ich den Kröpelin heirate. Och, dein Vater hat ja einen Knall. Ist heutzutage doch überhaupt keine Mode mehr, dass ein Vater was darüber zu bestimmen hat, wen die Tochter heiraten soll, ne? Guck mal, Detlef, so spricht meine alte Oma. Ist ja eigentlich zu bewundern. Sagen Sie mal, was heißt denn hier zu bewundern?
Glauben Sie eine, ich bin alttüdelig, Sie. Ich bin noch lange nicht tüdelig, das merken Sie sich, Mama. Oh, wieso hat Detlef das doch nicht gemeint? Ja. Nicht Detlef. Nee, wirklich nicht. Ich wollte nur sagen, dein Vater kommt, Gisela. Omi, jetzt sagst du, dass ich dir ein Kissen ins Kreuz stecken sollte, ja? Wieso denn eigentlich ins Kreuz? Ist so bequem, Omi, ja. So schön. Ja, ne Omi, ja, ne Omi, du Omi, du Malle. Ja, Omi. Hab ich dir nicht gesagt, du sollst ihn mal aufhalten. Ja, Papa, aber wenn ich Omi doch ein Kissen ins Kreuz stecken sollte. Na, Mutter, bist du bis runtergekommen? Du musst jetzt alles anstellen, dass Giselas Mutter herkommt. Heute noch. Giselas Mutter hierher? Ja, warum das denn? Na, wegen dem Brief doch, den ich... Ja, was hat Giselas Mutter dir denn zu schreiben? Ach doch, nicht Giselas Mutter. Der Brief kommt aus Amerika. Ach. Mit der Luftpost sogar. Aus Amerika? Doch nicht von Fritz. Naja, von wem denn sonst wohl? Glaubst du, mir schreibt der amerikanische Präsident? Der Fritz lebt. Der lebt also doch noch, ja, was? Ja, das muss er ja wollen, nicht? Tote können ja nicht mehr schreiben, Mann. Nach all den vielen Jahren endlich mal wieder ein Lebenszeichen von ihm. Er will zu meinem Geburtstag kommen, schreibt er. Da muss er sich ja gut stehen. Du, so eine Reise kostet ja allerlei Dollar, was? Da, was steht denn noch in dem Brief, Mutter? Wo hast du ihn denn? Er liegt oben in meiner Kommode. In der Kommode? Du, den kann ich nicht mal runterholen, was? Du hast an meiner Kommode gar nichts zu suchen. Ich gehe ja auch an deine Sachen nicht ran, ne? Ach so, du meinst, das ist wohl besser, wenn ich nicht alles zu lesen kriege. Ich weiß ja, wie mein Herr Bruder über mich denkt, aber was habe ich denn getan? Ist das nicht vielmehr unser Vater gewesen, der ihn damals nicht mehr hier im Haus haben wollte? Als es rauskam, er hätte sich an den Verbandskerne vergriffen. Ja, was soll das denn nun noch alles? Euer Vater ist doch für den Schaden aufgekommen. Ist Vater damals ja, und sein Herr Sohn Fritz ist heimlich ausgeknippt. Gleich rüber nach Amerika. Und das hätte er nicht gedurft, Mutter. Seine Braut hier einfach so im Stich zu lassen. Er muss doch gewusst haben, wie das da schon mit ihr stand. Ja, und da hast du als sein älterer Bruder dich mächtig in die Brust geworfen und wolltest beweisen, du wärst der Bessere von euch beiden und hast Selma zu deiner Frau gemacht. So Hals über Kopf. Ich hab sozusagen das Kreuz auf mich genommen. Komm. Du hast sie ja auch ein bisschen lieb gehabt, nicht? Naja, aber weil ich mir dann auch sagte, wenn das Kind kommt, muss es doch einen Vater aufweisen können. Du, der soll sich immer mal blicken lassen. Ja, er schreibt, wenn ich den Brief in Händen hab, wäre er wohl schon in die Luft gegangen. Kann er ja nur jeden Augenblick hier eintreffen, was? Darum sag ich ja, du sollst zusehen, dass Selma so schnell wie möglich herkommt. Ja, was soll die denn dabei? Das begreife ich nicht. Das glaube ich dir. Oh Gott, bis du was begreifst. Hm. Dazu gehört mehr als dem alten Hund das Singen beibringen. Oh. Fritz weiß nämlich, dass ihr beiden wieder geschieden seid. Das kann er doch gern, geht mich doch nichts an. Geht ihm nichts an, sagt der Mann. Sag mal, an Gisela denkst du durchkommt wohl überhaupt nicht, was? Das ist ja wahr. Du, dann kriegt die womöglich von ihm zu wissen, wie sich das mit ihr in Wirklichkeit verhält. Mutter, das darf sie nicht. Das soll sie nicht. Nie, niemals. Ja, als wenn das nicht von Anfang an mein Schnack gewesen ist. Und das muss eben mit ihrer Mutter alles noch rechtzeitig beschnackt werden. Das wird doch nicht so einfach für mich sein. Nee, in all den Jahren, seit wir nicht mehr verheiratet sind, sind wir beides immer hübsch aus dem Weg gegangen. Mhm. Ich weiß bald nicht mehr, wie sie noch aussieht. Oh, soll sogar sehr gut aussehen. Ja? Na, das ist ja auch nicht zu bewundern, ne? Wieso? Naja. Sie hat ja auch keinen Mann, an den sie sich krank ärgern muss, ne? Und du siehst sogar, wie er dich gesprochen. Und du wirst sehen, die lacht mir was. Überhaupt, wenn sie zu wissen kriegt, was hier los ist. Mensch, das braucht man ihr ja auch nicht gleich auf die Nase zu binden. Naja, aber hier muss es doch zu wissen kriegen. Und da gehe ich nun schon jede Wette drauf ein. Der Fritz ist hier sogar von Herzen willkommen, jawohl. Allein, um mir mal richtig so eins auszuwischen. Also, was du dir immer so ausklamüschst, das verstehe ich gar nicht. Wer ist das denn? Glaubst du denn, die wird den nun noch heiraten? Nun noch? Ja, warum denn nicht? Wenn er mit den Dollars mal so um sich werfen sie kann? Sie braucht doch gar nicht nach seinem Geld zu gucken. Ihr Laden ist eine Goldgrube. Und nun sieh zu, dass du endlich hinkommst, oder? Ja, nun soll sie das. Bloß damit du gewahr wirst, wie recht ich habe. Gisela! Ja? Komm doch mal rein, Mann. Was soll ich denn, Papa? Du musst mal zu deiner Mutter fahren, sie soll mal herkommen. Was zu Mama? Sie möchte mal so gut sein und hierher kommen. Ja. Hierher? Ja, so alles stehen und liegen lassen, sagt ihr Mann. Meinetwegen kannst du eine Taxe nehmen. Och, das tut ja nicht nötig, Papa. Mama hat ja nur noch Telefon in ihrer Wohnung und ich hab die Nummer. Ja, und ich weiß, woher die vielen Ortsgespräche in der letzten Zeit kommen. Was soll ich ihr denn sagen, Papa? Ja, nun. Sag mal, wir haben hier ganz was Wichtiges mit ihr zu beschnacken, ne? Ja, und das dienst sich am Telefon nicht zu sagen. Mhm, von mir aus. Da meldet sich keiner. Die schläft doch noch.
Wenn unser eins aufsteht, geht deine Mutter durch zu Bett. Oh, mein Mama, hier ist Gisela. Du, Mama, ich soll dir sagen, du möchtest mal so gut sein und so schnell wie möglich hierher kommen. Ja. Ja, hierher zu uns. Nein, nein, es ist nichts passiert. Oh nein, Omi geht's gut. Oh, das ist aber nett von ihr, dass sie gleich nach mir fragt. Nach mir zu fragen, hält sie ja nicht für nötig, ne? Ja. Papa, natürlich ist Papa hier. Bitte. Aber er sagt, das lässt sich nicht alles so am Telefon besprechen. Ja. Was soll er? Er soll sich an Hut fassen. Da hast du es, Mutter. Ach, du hast ja gar keine Auf. Mama, tu das doch mir zuliebe. Kommst du? Ja? Gut. Was ist denn nun? Kommt sie oder kommt sie nicht? Sie will sich das noch mal gründlich überlegen. Und wenn, dann kommt sie nach fünf. So lange will sie mich also zappeln lassen. Aus purer Bosheit. So was habe ich gern. Ach, Gisela. Ja. Sieh mir doch mal in die Augen. Ja, Papa. Und nun sag mir mal, bin ich dir nicht immer ein guter Vater gewesen? Bist du nicht mein Ein und Alles? Ja, Papa. Was verwöhnt hast du sie? Kannst du dir einen besseren Vater wünschen als mich? Oh nein, gewiss nicht, Papa. Na, das wollte ich mal bloß hören. Oh du, Papa. Ja? Aber das kannst du nicht von mir verlangen. Ich trenne mich nicht von meinem Detlef. Hör sie, du kommst mir wieder mit diesem Typen vom Finanzamt. So was habe ich gern. Das ist doch nicht. Die Luft rein. Ach, Detlef, wenn Papa von seinem Mittagsschlaf aufwacht, dann sagt Peter doch Bescheid. Du, der Junge ist in Ordnung. Dein Zettel, den hat er mir so geschickt zugesteckt wie so ein Knastbruder in Kassiva. Hast du denn alles lesen können, was ich da hingeschmiert habe? Klar. Ich hab ordentlich gestaunt. Mein Lütten hat also einen Dollar-Onkel. Ja, und der kommt nun zu Omas Geburtstag. Das ist aber auch schon alles, was sie mir anvertrauen wollen. Und ich habe das Gefühl, Papa freut sich gar nicht auf das Wiedersehen. Aber er ist doch sein Bruder. Tja, eben. Aber ich ahne auch schon, warum. Du, Detlef, ich kann dir doch was anvertrauen. Alles Schweigepflicht. Ja, aber weder Papa, noch Mama, noch Oma dürfen wissen, dass ich es weiß. Also die drei dürfen nicht wissen, dass du was weißt. Was weißt du denn? Das hat mir die alte Tante Tina erzählt. Also, dieser Onkel Fritz. Das war mal das schwarze Schaf in der Familie. Der soll mal eine große Dummheit begangen haben. Und ist deshalb nach Amerika ausgewandert. Ja, verduftet ist er. Und meine Mutter war fast 2 Jahre mit ihm verlobt. Mit deinem Vater, seinem Bruder? Sitzen gelassen hat er sie in ihrem Unglück. Du verstehst doch, was ich meine. Deshalb hat also dein Vater deine Mutter geheiratet. Ja, aber da kann auch was nicht stimmen. Ich habe nämlich mal heimlich die Heiratsurkunde von meinen Eltern in die Finger bekommen. Und da steht ja genau drauf, wann die beiden geheiratet haben. Den Hochzeitstag, meinst du? Und 5 Monate später bin ich zur Welt gekommen. So. So, so. 7 Monatskinder, die gibt's ja, aber noch früher, nee. Nee. Du wärst jedenfalls nicht so eine stramme Dirn geworden. Aber Detlef, du verstehst doch, was ich meine. Tja. Den ist also bei Neonlicht betrachtet Bäckermeister Hinzpeter zur Hälfte dein Onkel und zur anderen Hälfte dein Stiefvater. Ja, aber dass ich das weiß, das darf er nie erfahren, hörst du? Schwörst du mir das? Ich schwöre. Mit einem Kuss als Siegel? Mit Vergnügen. Hm. Ja, und nur, wo sein Bruder aus Amerika kommt, hat er Angst, er könnte seine alten Rechte wahrnehmen? Wer weiß, ich... Ivo, kann er doch nicht. Ach, weswegen wohl sonst sollte Mama hierher kommen? Hoffentlich sehe ich sie noch. Was? Wieso bist du denn immer noch nicht fertig? Ist doch heute Sonnabend und dann ist es schon nach 4. Was ich mache, mache ich gründlich. Oh, Detlef, nun mach das mal nicht zu gründlich. Ja, drück auch mal ein Auge zu, hm? Mir zuliebe. Gisela, zwischen Liebe und Betriebsprüfung, da ist ein tiefer, tiefer Graben. Und dein Vater. Ich brech die Herzen der stolzesten Frauen, weil ich so stürmisch und so leidenschaftlich bin. Das ist doch bloß Peter, Mensch. Ja, da können wir bloß weg, ne? Na denn? Du, Peter, wo ist mein Vater? Die geheime Kabinettssitzung. Sitz mit Zeitung und Brille am Pott. Na. Und du willst jetzt die beiden Torten zu den Langbeins bringen? Dann nimmt man die Quittung gleich mit. Ist wohl besser, nicht? Man kann ja nie wissen, wie so eine Hochzeit ausgeht.
Naja, kriegt das junge Paar sich in der ersten Nacht schon in die Wolle und da will wieder keiner bezahlen. Oh, das kann ich mir nicht denken, Peter. Oh, schon in der Hochzeitsnacht. Ja, kann aber doch angehen. Auch wenn auf eine von den beiden Torten steht, die Liebe höret nimmer auf. Peter, du, kann ich dir helfen? Ja. So. Einmal. Zweimal. Jo, danke. So, und hier ist die Quittung. Ja, du, die steckt mir da oben an in die Binnentasche, ne? Sag mal, du hast ja schon einen guten Anzug an. Warum denn nicht? Der Meister hat doch gesagt, wenn ich die beiden Torten weggebracht habe, bin ich frei für heute und kann den 20 Mark auf den Kopf hauen, die er mir geschenkt hat. Was? Mein Vater hat dir 20 Mark geschenkt? Wegen dem Brief von der Schule. Ach, für Schule schwänzen schenkt mein Vater dir 20 Mark? Nee, für den Brief doch nicht. Nee, der kommt wohl erst Montag. Aber Gisela, den lässt du denn doch aber heimlich verschwinden, das oder? Das kann ich doch nicht fest versprechen, Peter. Och, nur mal zu, Gisela. Du, das heißt doch immer, die Jugend muss fest zusammenstehen. Heißt es. Bist du dann die Fort, Peter, und bringst die bestellten Toten weg? Na ja, wollte ja gerade losgehen. Tja, und Sie wollen ja nur auch nach Ratzeburg ins Wochenende, mich? Na, dann kommen Sie mal gleich mit raus. Nee. Lauf du schon zu. Nur lauf zu! Ja, aber ich mein, weil der Laden vorne doch schon zu ist und Fräulein Hinzpeter uns rauslassen muss. Hast du nicht gehört, dass du schon laufen sollst? Und komm an, Peter, sonst rufen die Langbeins noch an. Aber der musst du doch zweimal auf und zuschließen. Tut doch nicht nötig. Er kann doch gleich mit rauskommen. Oh, nun komm an, Peter, komm! Mein Blut ist lava, denn mein Sternbild ist es dir. In Ratzeburg besuchen. Ja, Freundin Gisela, ich habe von Ihrem Vater einen Auftrag gekriegt. Ein Auftrag? Davon weiß ich ja gar nichts. Nicht? Na, das handelt sich um ein Darlehen für Ihren Vater. Ja, wozu das denn? Na, weil wir doch so nötig einen neuen Backofen brauchen und Ihr Vater das Geld gerade nicht hat. Ach so, ja. Hm. Ja, und da wollten Sie mir jetzt wohl auf Wiedersehen sagen, dann Mann. Gute Reise, Herr Kröpelin. Ach, Freundin Gisela, ich möchte Sie doch noch so gerne was wissen lassen. Oh, Sie werden Ihren Zug verpassen. Nee, ich habe noch viel Zeit. Liebes Freund Gisela, ich bin kein Mensch, der schöne Worte machen kann. Das liegt mir nicht. Oh, dafür verstehen Sie Ihr Handwerk umso besser. Das darf ich wohl sagen, ja. Ja, die beiden Torten, die Peter eben wegbringt, sind ein Gedicht geworden. Ja, nicht wahr? Ja. Aber ich wollte, ich könnte das auch mal zu Ihnen sagen, was auf der Ehentorte steht. Dein auf ewig. Oh Gott! Ja, wieso denn zu mir? Ach, liebes Frau Gisela, ich bitte Sie von Herzen, lassen Sie sich nicht mit diesem Herrn Diebel ein. Was soll denn das bloß? Das ist doch nur ein Flirt, wo nix dabei herauskommt. So meinen Sie? Na, das kennt man doch. Sowas ist nie was Reelles. Na, ich weiß nicht recht, Herr Kröpelin. Ja, und dann müssen Sie doch nun auch mal an Ihre Zukunft denken, Frau Gisela. Mal kommt der Tag, dann sind Sie die Inhaberin vom Geschäft. Oh ja, das ist leicht möglich. Na, sehen Sie. Und dann müssen Sie einen Mann an Ihrer Seite haben, der was davon versteht. Oh, ja, stimmt, ja. Und dafür kommt natürlich nur ein Bäcker in Frage. Das wollte ich bloß hören. Und wenn Sie, liebes Fräulein Gisela, sich mir gegenüber das auch noch nicht so deutlich haben anmerken lassen. Ja, was denn, Herr Kröpelin? Na, dass ich Ihnen nicht ganz gleichgültig bin. Sie mir gleichgültig? Hm. Ja, wie können Sie denn sowas meinen? Bin ich also nicht? Oh, Gisela! Kröpelin, ja. Sind Sie denn nicht unser bester Geselle? Da können die anderen nicht antippen. Ja? Ja, morgens sind Sie der Erste in der Backstube und abends der Letzte. Ja, und von all unseren Leuten beweisen allein Sie wirkliches Interesse am Geschäft. Ja, und es ist Ihnen hoch anzuerkennen, dass Sie hier die Rostocker Kringel und die Liegnitzer Bomben eingeführt haben. Unsere Kunden sind ja rein verrückt danach. Ja. Ja, na also, lieber Herr Kröpelin, wie können Sie da meinen, dass Sie mir gleich... Ach, nee, nicht wahr? Nee. Ach, gerade nu! Was ist denn nu? Sie sind schon längst unterwegs. Ja, Frau Gisela und ich wollten noch was besprechen. Oh ja, aber das haben wir ja nun schon erledigt. Gisela, reisende Leute soll man nicht aufhalten. So, kommen Sie mal, ich lasse ihn vorne raus. Also. Deswegen der Mann mich bloß eben so fühlisch angeguckt.
Also das verstehe ich ja nicht. Na, Omi. Na. Du, Omi, setz dich mal hin. Ich muss dir mal was erzählen. Na? So. Oh. Nun denk dir mal, was ich von dem Kröpelin zu hören gekriegt habe. Papa will bei ihm ein Darlehen nehmen. Was sagst du, was will dein Vater? Tja, will sich bei Kröpelins Bruder Geld pumpen. Und das nur, weil er hier einen neuen Ofen aufstellen will. Lässt sich das Geld doch hier einfach von seinen Gesellen besorgen? Tja. Das ist ja eine snooksche Idee von deinem Vater. Nicht wahr? Nun weiß ich auch, warum er so gerne will, dass ich diesen Kröpelin heirate. Ach, was dein Vater... Ja, hat deine Mutter noch mal von sich hören lassen? Die wird nun wohl schon unterwegs sein. Ja, bloß nicht nach hier. Ach, woher willst du das wissen, Papa? Die hat euch Vergnügen an, einen warten zu lassen, bis mal schwarz wird. Und wenn sie nun doch kommt? Mutter, ich sag dir, die denkt da im Traum nicht dran. Dann will ich 8 Tage lang nichts weiter essen als meine alten trockenen Rundstücke. Ja. Ich wollte damit ja nur sagen, dass ich das denn für richtiger halte, wenn du dich erstmal unsichtbar machst. Mach ich mich unsichtbar? In meinem eigenen Haus? Sollen wir uns das erste beste Mauseloch kriechen, was? Das ist ja dumm Schnack von dir, Mann. So ein Mauseloch, wo du reinpasst, gibt das ja. Ach, Oma, was ist das bloß? Warum redet Papa immer so abfällig von Mama? Na, von wem riet dein Vater nicht abfällig? Der eine hat einen schlechten Charakter, der andere einen schmutzigen Charakter und der dritte hat überhaupt keinen Charakter. Nur er. Du, er meint, was? Oma, das ist Mama. Was? Mama steht vor der Tür. Muss er ja nun doch seine trockenen Rundstücke runterwürgen. Na, das können die auch nicht schauen. Du, das ist aber zu lieb von dir, dass du vorbeikommst. Hat mich auch eine bannige Überwindung gekostet. Das kannst du nicht sagen. Ja, unsere Oma. Na, Oma, wie geht uns das denn? Ja, wie uns das geht, weiß ich nicht. Aber mir geht es jedenfalls sehr gut. Und solange ich nicht selbst merke, dass ich schon tüdelig bin, macht mir das Leben auch noch Spaß. Wie schön, Oma. So, Mama, und du legst jetzt ab. Nee, nicht erst lange ablegen. So ein großes Verlangen, mich hier länger als nötig aufzuhalten, aber ich weiß Gott nicht. Ach, Selma Thünig, komm, setz dich hier zu mir aufs Sofa. Und du, Gisela, denkst an den Kaffee. Oh ja, Omi. Und dann bring dein Vater das Mann schon bei, nicht? Dass da seine Wette du doch verloren hast. Ja, Mensch, Omi, hätte ich man mit ihm gewettet. Um so ein schickes Herbstkostüm. Und das kann mich richtig ärgern. Was für eine Wette handelt es sich? Oh, denn? Ist nicht der Rede wert. Selma. Mhm. Du siehst eigentlich immer noch gut aus, ne? Findest du? Ein bisschen nachhelfen muss man ja schon. Also, dass du dich nicht schon längst wieder verheiratet hast, das verstehe ich nicht. Ich? Ja, warum denn? Guck mal, Oma, ich habe einen Papagei, der sagt jeden Tag dasselbe. Ich habe einen Hund, der liegt den ganzen Tag auf dem Sofa, ist faul und lässt sich füttern. Und ich habe einen Kater, der treibt sich jede Nacht rum. Wozu brauche ich da noch einen Mann? Ja, Oma, weswegen habt ihr mich denn nun herbestellt? Ja, Selma, denkt ihr bloß mal... Na, du, ist Heim das. Seit wann klopft er denn bei sich im Haus selber? Ja, er kriegt das manchmal. Jetzt komm doch rein, du Tüppel, was soll der so oft, der Tübel? Entschuldigung, wenn ich störe. Herr Düvel, Sie hier. Und dann mit den Büchern. Da kann man sich ja schon denken, was Sie hier tun. Nur meine Pflicht, Frau Hinzpeter. Tag auch. Tag, Herr Düvel. Und das am Sonnabendnachmittag, nach 4 Uhr. Naja, man kann ja auch mal das Nützliche mit dem Angenehmen verbinden, nicht wahr? Das Nützliche für den Start, meine ich, ist das hier. Und das Angenehme, das kann ich mir denn ja schon denken. Das sind in diesem Falle Sie, Frau Hinzpeter. Das gehört Oma. Er denkt auch, wer die Tochter haben will, muss sich an die Mutter halten. Oh, Herr Dübel ist wirklich ein netter Mensch. Das habe ich heute Morgen gleich gemerkt. Ja, warum auch nicht? Finanzbeamte sind ja auch Menschen. Die Sache ist die, dass meine Schwester nächsten Sonntag Verlobung feiert. Und da kommt die ganze Verwandtschaft zusammen. Und das wäre doch eigentlich eine prima Gelegenheit, Gisela mit meinen Angehörigen bekannt zu machen. Nun möchten Sie gern, dass Giselas Eltern auch einverstanden sind. Meine Eltern meinen, dass ich das so gehört. Oh Gott, das ist mal bei Ihnen zu Hause aber noch bannig altmodisch.
doch, Sie wenden sich an Giselas Vater. Hein kann ihn doch nicht riechen. Na ja, das ist aber auch zu verstehen, Herr Dübel, wo Sie mir in die Papiere gucken wollen. Ich bin überzeugt, der Hinzpeter kriegt auch noch mal eine bessere Meinung von mir. Nee, so schnell ändert der seine Meinung bestimmt nicht. Aber wissen Sie was, Herr Dübel, Sie müssen mal so rein privat herkommen. Ja, wenn das so eine große Verlobung werden soll, gehört ja auch allerhand von Konditern dazu. Und das bestellen Sie einfach bei meinem Sohn. Ja, Herr Dübel, das könnte nicht schaden. Das geht leider nicht. Ja? Bei solchen Gelegenheiten beweise ich immer mal wieder gern, dass ich nicht umsonst 4 Jahre in der Backstube gestanden habe. Was? Sie, Herr Dübel, ja, das ist mir ja neu. Ja, dann sind Sie ja noch zu was Vernünftigeren zugekommen. Mein Papa kommt gleich. Oha. Na, dann lassen Sie sich das mal lieber von meinen Lippen erzählen, ja? Na, dass er backen kann. Oh, er hat dafür sogar ein Diplom bekommen. Was für ein Blum hätte kriegen? Oma, Diplom! Ach so, na, da ist Hein ja endlich. Hein, willst du selber nur erst mal vernünftig guten Tag sagen, wie sich das gehört? Tja, warum denn nicht? Tag, Hein. Wir beide haben uns ja lange nicht mehr gesehen. Ich kann mich nicht mehr recht drauf besinnen. Ganze 9 Jahre nicht, Mama und Papa. Also, du hast mich herbestellt, Hein. Ja, das heißt Mutter vielmehr. So, Mutter. Ja, und? Warum? Ja, Augenblick mal. Gisela, nimm doch mal deine Tasse und lass uns allein, ja? Ja, Papa. Du gehst aber in dein Zimmer, ja? Oh, ja, Papa! Also, für gewöhnlich fragt man seinen Besuch ja erstmal, wie es ihm geht. Das kann man selber ja ansehen. Na, dir aber auch, Hein. Das ja. Na, was ist denn nun? Ja, ich nehme an, Mutter hat schon etwas davon gesagt. Nein, eben nicht. Dir scheint das ja wohl bannig schwer zu fallen, den Anfang zu finden. Ach, was hat denn schwer fallen, Mutter? Ach, du hast den Brief doch noch bei dir. Ja, den Brief, natürlich den Brief, bitte schön. Hier, Selma, den lies mal, dann weißt du, warum sich das dreht. Was, ich den lesen? Der ist doch an dich, Oma. Ach, von dem. Ich glaube nicht, dass mich das noch was angeht. Ja, das glaube ich aber doch. Fritz will doch nun kommen. Ja, das soll er meinetwegen. Was kümmert der Mann mich jetzt noch? Ja, aber wir nehmen an, er wird sich um deine Tochter kümmern wollen. Ja, und um die dreht sich das doch alles, Selma. Oh, Gisela. Schreibt dir das? Ja, dass du gerade nicht. Sag mal, Mutter, kann man Gisela nicht schnell noch ein bisschen wegschicken? Wegschicken? Ja. Und das gerade zu meinem Geburtstag? Ja. Sonst fehlt dir wohl nichts, was? Hab ich eben nicht dran gedacht, Mutter. Nee, das kann ich mir denken. Wird die ja auch auffallen, wenn sie ihren Onkel aus Amerika nicht sehen soll. Mutter, du hast ja recht. Oh Gott, das ist ein Wunder, dass du das mal zugibst. Wie kommt der Mann denn plötzlich dazu, dass er mich wiedersehen will? Sollte er denn vergessen haben, was er mir damals angetan hat? Na ja, in all den Jahren wird er wohl allerlei Dollars zusammengerafft haben. Er kann einer Frau schon was bieten. Und das traust du mir zu, Hein? Ach, das hat er sich doch nur so ausklamüstert. Was hat er dir ausklamüstert? Selma hat vorhin selber gesagt, sie braucht gar keinen Mann. Hm? Dafür hat sie einen Papagei und einen Hund. Deswegen kein Mann. Ja, also ein Fritz Hinzpeter malerwenigstens. Und überhaupt wissen wir denn, ob Fritz nicht längst verheiratet ist? Ja. Und nun denkt Mutter, ja. Und der Gedanke ist gar nicht mal so dumm von ihr. Ja, aber was heißt hier gar nicht mal so dumm von mir? Hältst du eigentlich mich schon voll töpfchen? Aber Mutter, das denke ich doch gar nicht. Bitte. Nein, nun streitet euch doch nicht. Oma, was meintest du denn?
Vielleicht ist Fritz in seiner Ehe ja kinderlos geblieben. Ja. Und nun denkt er, wenn er sich hinter dich, hinter die Mutter klemmt, du willigst ein, dass er Gisela nach drüben holt. Ja, was sollen wir denn nun aber tun? Ja, dass Gisela von ihm nicht erfährt, wie sich das mit ihr in Wirklichkeit verhält, da kommt es jetzt ja drauf an. Und das eilt sogar, hast ja gelesen. Wenn ich den Brief in den Händen habe, ist er schon unterwegs nach hier. Ja. Und ganze 8 Stunden braucht man bloß ein großer Brummer von New York hierher. Ja, dann kann er ja womöglich schon in Fuhlsbüttel gelandet sein. Ja, oder ist mit der Taxe schon auf dem Weg nach hier? Ja, also Hein, dann wäre es doch wohl am einfachsten, wenn wir Gisela jetzt reinen Wein einschenken. Ja, was denn? Das soll dir jetzt gesagt werden? Aber wen ist Selma denn hergekommen? Und sie als Mutter kann... Ja, begreift er denn nicht, was das für mich zu bedeuten hat? Wie stehe ich denn da? Auch nicht anders als nun. Wer weiß, wie Gisela das auffassen wird. Die setzt sich womöglich was in den Kopf. Ach was, wie soll sie denn auf so eine vogelige Idee kommen, wo sie gar nicht mal von dir abstammt? Das glaube ich nun auch nicht, Hein, dass sie sich das so zu Herzen nimmt. Ach, Selma, wie du das fertig bringen willst, ihr das jetzt einzugestehen, das kann ich nicht begreifen. Gisela? Hätte ich die der noch bloß heute Mittag weggeschickt. Weggeschickt, und wenn Fritz denn morgen kommt? Was, wenn der doch bloß nicht kommen wollte? Nicht kommen wollte? Nicht zu meinem Geburtstag? Hm. Er ist doch auch mein Jung, genau wie du. Und was das für eine Mutter für ein Gefühl ist, ihren Jungen nach so langen Jahren wiederzusehen, das weißt du wohl nicht, nicht? Ich bin ja auch keine Mutter, nicht? Keine Mutter, keine Mutter. Bei dir hat's ja nicht mal zum richtigen Vater gelangt. Gisela! Ja? Komm doch. Was ist denn, Mama? Ja. Also, ja. Gisela. Ja, oh, hör mal. Ja. Also, Peter, was wäre? Christliches Hospiz Esplanade? Ah, soll wohl neuen Kunden kriegen, was? Nein. Wie bitte? Wer? Mr. Fritz Hinzpeter aus Brooklyn. Fritz, also doch, na, der ist schon angekommen, der ist schon in Hamburg. Gib mir, danke schon mal. Ja, Onkel Fritz ist soeben im christlichen Hospiz abgestiegen und lässt uns durch den Portier bestellen, dass er morgen früh zu Besuch kommt. Der bestellt uns das durch den Portier. Was ist das? Fritz ist in ein Hotel gegangen? Über euch war es ihm wohl nicht vornehm genug. Ach, da will er sich doch bloß mit dick tun. Mhm. Und nach 23 Jahren wieder zurück. Mhm. Und sein erster Weg ist nicht zu seiner Mutter. Ja. Na, der kriegt ja vielleicht morgen von mir den Marsch geblasen. Das ist dein Herr Sohn Fritz, Mutter. Also, Gisela, ja, jetzt hören wir mal gut zu. Oh Gott, Edler, was ist denn mit dir? Ist dir schlecht? Entschuldigen Sie bitte, dass ich Sie stören muss, Herr Hinzpeter. Oh, ich störe mich überhaupt nicht. Mir ist im Augenblick alles puttegal. Puttegal? Ich weiß nicht recht, Herr Hinzpeter. Ich habe nur alles doppelt und dreifach nachgeprüft. Und ja, wir haben nur wirklich was gefunden. Ja, so einer wie Sie, der findet immer was, wenn es mal lausige 5 Groschen sind. Sie irren sich, Herr Hinzpeter. Das handelt sich diesmal nicht um lausige 5 Groschen. Dann sind es eben lumpige 5 Mark. Da hat so ein Mann von heute Morgen an bist du gesucht und gesucht und denkt wunderbar, so bei seinem hohen Gehalt dem Staatsführer wird vollen Dienst geleistet. Ist doch nicht zu sagen. Herr Hinzpeter, nur hören Sie mir doch bitte mal einen Augenblick zu. Ja, lass mich doch endlich mal zu Wort kommen, alter Sappelheini. Ja, du schießt schon los, ihr Betriebsdübel. Herr Hinzpeter. Ja, so heiße ich. Im Laufe der letzten 10 Jahre sind das 37.499 Mark. 37.499. Und 33 Pfennige. Oh, nein, jetzt geht's ja beim Kragen. Nein, du kein Steuerberater. Nun hören Sie mir doch mindestens mal zu. Was willst du denn da antun? Pfui, sag ich doch. Gott, nee, Herr Hinzpeter, Sie sollen doch mein Geschäft mal dicht machen. Ja, wo das schon 50 Jahre ist. Frau Hinzpeter, nur hören Sie mir doch bitte wenigstens zu. Die 37.000. Frau Hinzpeter, die 37.499 Mark im Laufe der letzten 10 Jahre sind, was noch nie bei einem Bäcker in Hamburg vorgekommen ist, zu viel bezahlt worden. Gesagt. Ich habe ihn richtig gehört oder bin ich doch altüdelig? Oh ja, oh ja, das bin ich. Sind wir doch Beinahe 40.000 Mark zu viel. Die kommen mir fein zu passen. Ja, da wäre der Staat jetzt beinahe mit über den Teich gegangen. Ja, der liebe Gott nicht den Teufel geschickt.
Nur haben Sie bestimmt eine bessere Meinung von mir, was? Die beste, die ich von Ihnen haben kann. Ich meine, in Ihrer Eigenschaft als Finanzbeamter natürlich. Aber diese Liebschaft zwischen euch beiden ist sinnlos. Geh mal weg von Ihnen. Wieso denn sinnlos sein? Ja, wie kannst du sowas sagen, ja, Papa? Begreift ihr das denn nicht? Ich brauchte einen Schwiegersohn, der auch am Backtrog stehen kann. So, und dafür meinen Sie, bin ich nicht zu brauchen? Nee. Nee. Gisela, du schon? Moin Moin, du! Ja, was heißt Moin Moin? Was hast du denn da am Fenster rumzufummeln? Ich mach das auf, damit er hier reinkrabbeln kann. Wer denn, um Gottes Willen? Na, Detlef. Wie bitte, Detlef? Und das zum Fenster? Vorne kann ich ihn noch schlecht reinlassen, also kommt er von achten rein. Ja, aber wozu denn, Peter? Weil er heute Morgen dem Meister doch zeigen will, wie gut er backen kann. Was? Ja. Hier bei uns? Ja. Was hast du wohl über Nacht geträumt, was? Nee, du. Weißt du, was? Und weißt du, wo er mit mir hingegangen ist? Nee, wohin denn? Zu Tante Selma. Ich habe ihn nämlich gestern Abend noch getroffen, den Detlef. Also, und weißt du, wer da noch war? Na, wer denn? Gisela, das ahnst du ja nicht. Nee, das kannst du gar nicht ahnen, du. Halt dich mal lieber fest, sonst setzt du dich platt auf Moos. Ja, da ist Detlef schon. Moin! Hier, nimm mal, Peter. Jo, komm rein. Detlef, was machst du denn für Geschichten, sag mal? Dein Vater ist schon aufgestanden? Nee, auf dem Sonntag schläft unser Meister sich immer ordentlich aus. Und da sind wir gleich für den Lehrling mit. Ja, dann erstmal schönen guten Morgen, mein Lütten. Wo testest denn du mit dem Maul, Peter? Ich warte, bis es geknallt hat. Ja, du willst deiner Lüttenzuckerpuppe doch bestimmt einen deftigen Tisch hier aufdrücken, oder? Da ist mir überhaupt nicht nachzumute. Oh. So, und du steigst da wieder raus, Detlef. Wieso? Hat Peter dir nicht alles erzählt? Nö, bist nur bloß, dass wir bei Tante Selma waren. Aber doch nicht, mit wem wir da zusammen waren. Mit wem denn? Ja, na, also, dann pass mal auf. Als wir beide gerade gehen wollten, da kam ein Herr ins Lokal. Der ging gleich an den Tresen ran. Und fragte das Buffetfräulein, ob er Frau Selma sprechen könne. Wir saßen doch am Tisch dicht daneben. Und als die Bedienung sagte, kann sein, dass die Chefin noch kommt, da setzte der sich zu uns an den Tisch. Ja. Ich hätte gleich so einen Verdacht. Ja, wie so ein Betriebsprüfer das ja immer haben muss. Ich dachte, versuch doch mal seinen Namen rauszukriegen. Und hab mich ihm vorgestellt. Ich mich natürlich auch. Gestatten, Peter Hinz. Ja, und da lacht er nicht, Detlef, und sagt, oh, Peter Hinz, my name is Hinz Peter. Was? Hinz Peter? Ja, und da wusste ich ja nur Bescheid. Mit wem wir das zu tun hatten. War das etwa tatsächlich mein Onkel aus Amerika? Richtig. Du, der tat aber gar nicht wie so ein echter Amerikaner, du. Hier nix von wegen Kaugummi im Mund und Bein um Tisch. War auch gar nicht auffällig gekleidet. Nee, so richtig seriös. Und konnte mir mal auch perfekt schnacken. Ja, warum sollte er wohl auch nicht? Oh. Wo er doch 23 Jahre drüben gewesen ist. Und weiter, Detlef. Erzähl ich dir sofort. Peter, sei so gut und mach die Backstube zurecht, ja? Ja, schon alles klar. Der Ofen ist auch schon an. Oh. Aber wozu denn? Das kann doch nicht dein Ernst sein. Detlef. Wie soll ich deinen Vater denn sonst überzeugen? Genau. Und heute ist da die beste Gelegenheit zu. Kein Geselle im Haus. Nur der Meister, der geht sonntags nicht in die Backstube. Das sag mal lieber nicht zu laut, Peter. Ach, ich stehe was auf die Treppe, dann kommt er nicht rein. Na bitte. Bringst du das mal runter, Peter? Jo, dann mach mich glatt. Detlef. Sag mal, Detlef, hast du doch an den Gesellenbrief gedacht? Klar, hab ich rausgesucht. Und das Diplom auch. Mensch, du, das ist ja so wichtig wie die Hefe am Butterkuchen. Tja. Und wer hat damals mit dem Prüfungsausschuss gesessen? Ha, sowas hab ich gern. Mein Vater, das ist ja kaum möglich. Tja, nicht? Denn man tau, Peter. Tja, denn man tau. Sehr kuddelstroh, tosin froh, hau dir um Po, knallt man so. Diesen frechen Bengel. Dafür ist ein Bäcker, Junge. Was meinst du, wie frech ich gewesen bin? Das bist du noch. Denn das kann nicht gut gehen, was du davor hast. Wieso? Weil dein Onkel Fritz kommt? Du sag mal, hat er gestern irgendwas davon gesagt, dass er hier mal ein Kind zurückgelassen hat? Nee, aber dass er letztes Frühjahr seine Frau verloren hat und dass er sich seitdem so einsam und verlassen fühlt. Und da wurde ich stutzig, nicht? Sollte also doch nicht bloß wegen Omas Geburtstag hierher gekommen sein. Meinst du, dass er wohl möglich was mit Mama im Sinn hat? Wäre nicht das erste Mal, dass sich einer nach Jahren auf seine erste Liebe besinnt. Oh, Detlef, da hält ein Taxi.
vor der Tür. Oh, kommt Mr. Hinspeter schon in the morning time? Na, der muss mich hier nicht gleich sehen. Das ist Mama, Detlef. Ah. Mama. Na, Gott sei Dank. Wenn wir erstmal verheiratet sind, sage ich vielleicht Gott sei Dank, wenn sie wieder geht. Der Dübel ist ein Wettertor. Ja. Verschont das Finanzamt die Menschen jetzt nicht mal mehr am Sonntag. Heute will ich mich selber prüfen lassen, Frau Hinspeter. Du, Mama, warst du gestern noch in deinem Lokal? Ich? Nee. Ich war aber da. Als Gast, nicht dienstlich. Ja, und weißt du, mit wem Detlef an einem Tisch gesessen hat? Ja? Mit Mr. Hinspeter aus Brooklyn. So, so. Ja, guck mal an. Zu mir war also sein erster Weg. Hat mir gesagt, dass er heute endlich mal wieder seine 80-jährige Mutter zu sehen kriegt. Und dass es da noch was gäbe, was er in Ordnung bringen will. Oh ja, nun denk dir mal, Mama, wie man das wohl verstehen soll, nicht? Ja, wer weiß. Ach, Herr Düvel, ich hätte jetzt wohl mal eben was mit meiner Tochter zu besprechen. Geht klar, Frau Hinspeter. Ich muss ja nur auch ran, von wegen Backe, Backe, Kuchen. Oh, Mama, das ist aber zu lieb von dir, dass du heute schon wieder gekommen bist. Ja, ich wollte bloß mal reingucken, weil, also dein Vater und deine Oma, die schlafen doch noch. Oh ja, das glaube ich auch. Möchtest du eine Tasse Kaffee, Mama? Ach ja, das könnte mir nicht schaden. Ja, dann komm mal mit in die Küche. Nee, 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 nee. Ich will hier ja nicht großartig frühstücken. Also hör mal zu, mein Dern. Ehe dieser Mr. Hinspeter hier auftaucht. Also ich muss dir etwas beichten, was mir nicht ganz leicht fällt. Was ist das, Mama? Also eigentlich solltest du das ja nie erfahren. Das hilft nun nichts, das muss nun sein. Oh, fällt dir das denn so schwer, Mama? Und ob mir das schwer fällt? Hat es was mit Onkel Fritz Besuch zu tun? Ja, das hat es. Guck mal um. Und du bist ja nun auch kein Kind mehr. Ach, also Gisela, bevor ich deinen Vater geheiratet habe, da war ich schon 2 Jahre mit seinem Bruder verlobt. Ja, und der hat dich mich einfach sitzen lassen, als ich schon unterwegs war. Was? Das weißt du schon. Ich weiß alles, Mama. Alles? Seit wann denn? Schon seit ein paar Jahren. Schon seit ein paar Jahren? Wer hat dir das denn verraten? Die alte Tante Tine kurz vor ihrem Tod. Die? Also das hätte ich mir eigentlich denken können. Und diese olle Sappeltasche. Hast das alles schon gewusst? Und hast mich das nie merken lassen? Nee, Mama. Oh, mein Gott. Der, oh, Gisela, wenn ich gewusst hätte, dass du mir das so leicht machst, du wäre ich doch nicht ohne Frühstück aus dem Haus gegangen. Jetzt geh ich aber erst mal Kaffee trinken. Oh, Mama, kommst du nachher noch mal rein? Ich? Ja, wozu denn? Och, willst du denn Onkel Fritz aus dem Weg gehen? Nachher kommt er in dein Lokal. Tja. Das ist auch wahr. Na, mal sehen. Oh, du, Mama, noch was. Papa, der soll das nicht zu wissen kriegen. Dass du das schon lange gewusst hast. Na, lass ihn mal in dem Glauben, dass er dein richtiger Vater ist. Das muss ja so mancher Vater glauben. Was für ein junges Kind. Was du dir um das Geld nur für unnötige Gedanken machst. Unnötige Gedanken um Geld, das gibt das ja gar nicht. Ganz egal, ob du was rausrücken sollst oder ob du was zu kriegen hast. Ja, und ich habe ja diesmal was zu kriegen, beinahe 40.000 vom Finanzamt. Ja, du denkst auch, das legen sie dir hier morgen früh auf den Tisch, ne? Das wollen wir doch mal sehen. Diesmal drehe ich den Spieß um. Jetzt komme ich ihnen genauso, wie sie uns eins immer kommen. Innerhalb 4 Wochen, widrigenfalls Säumniszuschlag. Moin, Papa. Sag mal, wo kommst du denn her? Oh, ich hab bloß mal die Nase vor die Tür gesteckt, Omi. Ja. Du, Papa. Na? Ich muss dich mal ganz doll in den Arm nehmen. Schau doch mal los. Ach nee, diesem ahnungslosen Geschöpf wollte dir gestern den Glauben an mich brutal aus dem Herzen reißen. Was soll denn nun so ein Unsinn? Was heißt denn hier Unsinn? Was heißt denn hier Unsinn? Aber das sag ich dir, Mutter. Sollte Fritz das wagen, auch nur heimlich anzudeuten, wen Gisela ihr Leben in Wirklichkeit verdankt. Mutter, da steht 10 Minuten später der Krankenwagen vor der Tür. Also, dass du dich nun schon so aufregst. Nun schon, lass Fritz doch erst mal hier sein.
Vielleicht ist er ja in all den langen Jahren in Amerika ein ganz anderer Mensch geworden. Der glaubt doch das Vielleicht nicht. Kann er dir hier ja die nötigen Dollar auf den Tisch legen. Was denn von ihm? Nicht ein Cent? Da müsst ihr mich ja für charakterlos halten. Ich lieber schickst deinen Gesellen los, dass der dir das Geld verschafft. Das war dann eben eine Anleihe. Ach. Ist im geschäftlichen Leben doch immer so. Ach was. Du brauchst dir nicht einzubilden, dass Gisela diesen Kröpelin deswegen heiratet. Das ist gerade der richtige Mann für sie. Ja. Sie ist lebendig, hat Temperament. Da muss der Mann das Gegenteil sein. Das fliegt Pitt und Pan durch die Luft. Herr Dübel gefällt ihr aber besser. Und mir auch. Mutter, was soll sie, die dies hier mal alles übernehmen soll, mit einem Finanzbeamten? Das frage ich. Sag mal, was ist das denn? Was? Ja, wo kommt der Rauch denn her? Rauch, auf den Sonntag. Ja, guck doch mal, das muss doch unser Schuss sein, dass das ich kann doch gar nicht angehen. Ja, klar. Oma, ja, du Oma, guck mal, ja. Ich muss doch mal bald ans Mittagessen denken. Was ist dieser Onkel Fritz denn gern? Ach, das lass mich mal machen. Das Essen soll ihm schmecken. Aber was der vorher von seiner Mutter zu hören kriegt, dieser Rumtreiber, das wird er nicht so schnell verdauen. Ach, Gisela, guck mal. Sag mal, wo ist der Peter? Peter? Mhm. Oh ja, dem habe ich eine Strafarbeit aufgegeben, weil der gestern so spät nach Haus gekommen ist. So, wie kommt der Bengel dazu, den Ofen anzuheizen? Papa, wahrscheinlich verbrennt er altes Papier. Ja, das habe ich doch schon 100 Mal verboten. Dass du nun weiter nichts bei, Papa. Das und Papa, da ist jemand an der Tür. Was ist denn das? So, nun komm mal her. Ja? Sollte das dieser Onkel Fritz sein? Fritz? Ja, das ist er. Immer noch dasselbe dösige Gesicht wie früher. Du lässt ihn rein, aber nicht gleich zu freundlich, wenn er auch die Taschen noch so voll Dollar hat. Ich mach das ganz vornehm und reserviert, Papa. Ganz damit. Du, und dann sorg ich dafür, dass Oma uns nicht gleich auf den Pilz rückt. So, dann lass ihn mal rein, den Mr. Moneymaker. Da soll mir mit seinen Dollars mal imponieren wollen. Ha, sowas hab ich gern. Hallo. Oh, hallo. Du musst Gisela sein. So hab ich mir dich immer vorgestellt. Ist wahr? Ja. Ja, dann komm mal mit in die gute Stube, Onkel Fritz. Oh, stopp, lass mich noch einen Blick hier in The Bread, in den Brotladen werfen. Meine ganze Kinderzeit steigt wieder vor mir auf. Oh, schöne, sorglose Jugendzeit. Ja, mein Papa ist nebenan. Mein Papa, sagt sie, mein Papa. Steht er ja, mein Bruder Heinz. Da kommt er ja, mein Bruder Fritz. Lass dich umarmen, Heinz. Du bist immer noch derselbe. Willkommen in der Heimat, Fritz. Willkommen auch in unserem Elternhaus. So, nun nimm bitte Platz. Und du, mein Kind, weißt ja Bescheid. Oh ja, ne? Papa. Papa, sagt sie zu dir, Papa. Was soll sie denn sonst zu mir sagen? Bei uns in Amerika sagt man Daddy. Oh, na ja, warum auch nicht? Ja, so Fritz. Oh, oh, stop a little, Mama, I drink no spirits. Nix? No, denn nicht, von mir aus. Sag mal, Fritz, was bist du eigentlich da drüben? Hast du ein Geschäft oder eine Fabrik oder sowas? Oh, no. Ich bin ein Undertaker. Bei Kuhlmann and Brothers Morticians. Ach so. Ja. Was ist denn das? Ein Beerdigungsinstitut. Ja. Jedenfalls musst du bei dem einen Kuhlen ganz gut verdient haben. Das Reisegeld hat mir Mr. Kuhlmann als Vorschuss bewilligt. Oh, das ist doch sehr kulant von ihm. Ist ja nicht gerade billig so. Hin und zurück mit dem Flugzeug, was? Nur hin. Return muss ich wohl mit dem Frachtschiff fahren. Wenn mein lieber Bruder Hein mir nicht das Ticket bezahlt. Ach so. Na ja, da können wir ja noch mal überreden, dass du mal wieder wegkommst, ne? Jedenfalls ist es nett von dir, dass du zum Mutters 80. Geburtstag mal rübergekommen bist. Auch aus einem anderen Grund, Heinz. Ja, ich weiß, weil du gern dabei sein willst, wenn ich am gleichen Tag Geschäftsjubiläum habe. Aber von wegen großartig feiern, das kommt nicht in Frage. Kann dir ja auch gleich bleiben, du trinkst ja nichts. Nicht bloß deswegen bin ich hier. Ja. Nein, ich habe hier sozusagen eine Mission zu erfüllen. Ja. Sieh mal, Heinz, wenn man, so wie ich, Tag für Tag 6 bis 10 Funerals, Beerdigungen vornehmen muss,
dann kommt einem stets und unwillkürlich der Gedanke, ob man wohl alles gut und richtig gemacht hat in seinem Leben. Alles gut und richtig? Ja, Fritz. Das kann leider nicht jeder von sich sagen. Das wollte ich von dir hören, Hein. Denn auch du... Wieso ich? Ich denke, wir reden von dir. Nein, Hein, wir reden von dir. Ich? Ja, was soll ich da wohl nicht richtig gemacht haben? Hein, als ich erfahren habe, du und Selma, ihr werdet auseinander. Du, das sind wir schon seit 9 Jahren. Sie hat ein schönes Lokal und scheffelt man so hier. Aber wo, Hein, wo? Auf St. Pauli. In einer Gegend, wo... Du, immer Fritz, du musst mich auch nicht dauernd unterbrechen. Das kann ich auf den Tod nicht leiden. Auf St. Pauli ist das ganz richtig, ja. Ich kenne das Lokal. Ich war gestern Abend da. Was ist das? Du bist zuerst dahin gegangen und nicht hierher, zu deiner alten Mutter? Hat Selma dich denn gleich wiedererkannt? Sie war nicht da. Hast auch nichts versäumt. Ich will dir mal sagen, du brauchst dir da gar keine Hoffnung zu machen. Von mir ist auch nicht die Rede, Hein. Von dir? Was, schon wieder von mir? Sowas habe ich gern. Hein, ich weiß nicht, was zwischen Selma und dir vorgefallen ist. Aber als dein Bruder gebe ich dir den Rat. Kommt wieder zusammen. Werdet wieder Mann und Frau. Was ist das, Fritz? Du willst mir raten, Selma wieder zu reiten? Hör mal, kommt von drüben angeflogen mit gepumptem Geld, um mir solchen Ratschlag zu geben. So, aber was hab ich gern? Schon wegen Gisela, eurem Kind. Was? Du siehst mich an. Du willst doch wohl nicht abstreiten, dass Gisela dein Kind ist. Obgleich sich das ja ein bisschen sonderbar damit verhält. Was? Aber ich habe dir längst vergeben, dass du, obgleich ich mit Selma verlobt war, in meinem Revier gepirscht hast. Was sagst du? Ja. Du siehst mich an. Oh. Ich sehe es dir an, dass du es in deinem Innersten zugibst. Wer schweigt, sagt man, stimmt zu. So, das musste wohl zwischen uns mal ausgesprochen werden. Und nun soll es vergessen sein, für immer and ever. Amen. Ja, Fritz, ich kann bloß nicht verstehen, wieso du dazu kommst, mir zu raten, Selma wieder zu heiraten. Ja. Schon wegen Gisela, die zwischen euch hin und her gerissen wird und niemals eine Mutter um sich hat. Dafür hat Gisela ja mich ihren Vater. Und was mein Kind von mir hält, das glaubst du gar nicht. Hein, denke mal an dich selbst. Unsere Mutter lebt nicht ewig. Und dann stehst du allein da auf der Welt. So wie ich nun schon seit langem. Und dann verspürst du am eigenen Leibe, was es heißt, keine Frau um sich zu haben. Tja. So. Und nun möchte ich Mutter wiedersehen. Mutter, ja. Die sollst du nur zu sehen kriegen. Augenblick mal. Die hätte schon längst hier sein sollen. Mutter! Mutter! Du, Fritz, hör mal. Sag mal immer zu allem Ja und Amen. Das ist das Beste. Sie wird gleich an dir rumnörgeln, tut sie bei mir ja auch. Und wenn das bloß macht, der Schnips ist, der dir nicht gerade genug sitzt. Papa, komm gleich. Mutter! Das sitzt schon wieder schief. Sieh auch gleich mal nach, ob er sich den Hals gewaschen hat, Mutter. Ja. Nun zu, Mann, wenn ich bei euch nicht immer so Acht gegeben hätte, wärt ihr ja rumgelaufen wie die Vagabunden. Na? Ja, was ist denn nun? Willst deine Mutter nicht erstmal richtig in den Arm nehmen, wie sich das gehört? Oder ist das keine Mode bei den Amerikanern? Meine liebe Mutter. Drück mich doch nicht, ich bin doch nicht aus dem Ketcherzelt. Schlecht rasiert bist du auch. Kratzt wie so ein Reibeisen. Du alter Rumtreiber. Hast die ganzen letzten Jahre nicht einmal geschrieben. Mutter, du halt ihm das doch nicht noch lange vor. Hast recht, Mutter. Ich hätte schreiben sollen. Ja, und wenn du dazu zu faul gewesen bist, dann hättest du mir wenigstens ab und an mal ein Care-Paket schicken können, als das hier nichts gab. Aber Mutter, wir dürfen doch wohl sagen, dass wir damals keine Not gelitten haben. Wir brauchen doch nicht mal unser Maisbrot mit Sirup zu essen. Ja, aber man kein Kaffee nicht, nicht? Und er wusste ganz genau, dass seine alte Mutter gern mal eine Tasse Bohnenkaffee trinken mochte. Alle Leute hier in der Nachbarschaft, die haben alle Care-Pakete gekriegt. Ich hab nicht einmal. Ich hab kein Taschentuch.
das ist ja schietig. Was? Aber da läuft doch schon die ganze Woche mit rum, ne? Kommt, wenn keine Frau im Hause ist. Hier, Mutter. Danke. Siehst du, Hein, Mutter sagt es auch. Ja, warum soll ich das denn nicht sagen? Denkst du, eine ich bin tüdelig? Du, ich bin noch lange nicht tüdelig. Das merkt ihr mal. Na? Na, was ist denn nun? Bist du nun verheiratet oder nicht? Meine Frau ist im Frühjahr verstorben. Oh Gott, mein Junge. Das tut mir aber leid. Das musst du mir alles mal erzählen, wo du dich überall rumgetrieben hast. Oh ja. Aber oben bei mir in der Stube. Warum denn nicht hier unten, Mutter? Warum nicht hier unten, Vater? Weil man bei dir ja nicht zu Wort kommt. Oh. Keine drei Worte kann man bei ihm reden, denn fährt er einen schon über den Schnabel. So, nun komm. Gisela! Gisela! Wo steckt die Bär denn nun wieder? Gisa! Oma ruft! Ja, was ist denn, Oma? Vergiss nicht, die Wurzeln zu schraben, hörst du? Ach, da bin ich doch schon bei, Oma. Und setz die Erbsen mit nicht so viel Wasser auf. Nein, ja, das soll keine Suppe werden. So, nun mal da. Sag mal, was ist das denn? Was denn? Hein? Was? Das riecht hier ja, als wenn unten gebacken wird. Ach, Mutter, was du wohl riechst. Siehst du, da hörst du das. Nie lässt er sich was sagen. Immer muss er alles besser wissen. Fehlt nur noch, dass du mich für tüdelig hast. Ach, schon. So was. Kinder, das, wenn hier, was sagst du, wenn hier unten gebacken wird? Sag, Oma. Du, Papa. Na? Ich muss dir mal was eingestehen. Ach, das wegen ist Onkel Fritz meinst du? Oh ja, wegen Onkel Fritz. Ja. Du bist doch ein ganz anderer Mann im Vergleich. Ja, aber wie kannst du deinen Vater auch mit dem vergleichen, Kind? Ja, sowas wie mich hätte er gar nicht in die Welt setzen können. Warte mal. Nee, ich glaub nicht. Du, was ist der denn in Amerika? Ja, du, der lebt davon, dass andere Menschen sterben. Die buddelt er denn ein. Was? Hm. Und dann will er Mama heiraten? Was war das? Er, deine Mutter? Er? Ja, wie kommst du denn darauf, Kind? Oh, Papa, du, das habe ich wohl über Nacht geträumt. Ja, das wäre ja auch rein unmöglich. Dann wäre dieser Onkel Fritz... Ja, mein Vater. Dein Vater? Was redest du da für Zeug? Sag mal. Oder bloß mein Stiefvater, aber ja. Er ist bloß mein Stiefvater. Na, Selma, wie kommst du denn hier rein? Die Ladentür war ja nicht abgeschlossen. Oh Gott, das habe ich wohl vergessen, als ich Onkel Fritz reingelassen habe. Ist dein Bruder schon hier? Ja, ja. Dann habe ich hier nichts mehr aber zu suchen. Selma, der ist da oben bei Mutter. Der lässt sich von ihr erstmal gehörig die Leviten lesen. Mhm. Dich schickt mir aber sozusagen der liebe Gott. Nee, ich komme vom Fischmeier. Gisa, denk dran, dass du die Wurzeln schraben sollst, ne? Oh ja, Papa, hm? Oh Mann. Oh, du Mann, denk dir mal. Dieser Onkel Fritz, der ist in Amerika Leichenträger. Ja. Bitte sei doch so gut, Selma, und setz dich, ja? Ja, das kann ich ja tun. Sollte aber dein Bruder hier reinkommen, mache ich, dass ich wegkomme. Den Mann will ich gar nicht mehr sehen. Selma, verlass dich drauf. Der ist so oben bei Mutter. Die lässt ihn doch nicht so schnell aus den Fingern. Sag mal, was war das eben mit Stiefvater? Hast du Gisela das nun doch eingestanden? Nee, dazu hatte ich gar keine Ursache. Mein Bruder leidet an einer fixen Idee. Der hat mir doch glatt ins Gesicht gesagt, ich hätte damals, als er mit dir verlobt war, in seinem Revier gepirscht. Was? Ja. Also das ist ja unerhört. Ja. Ich soll mich mit dir eingelassen haben. Ja. Und was hast du darauf gesagt? Ja, mir hat's die Rede verschlagen. Was? Das passiert dir doch sonst nicht. Sonst bist du doch immer ja, derjenige. Ja, natürlich, aber weißt, ich habe im gleichen Augenblick ja auch an Gisela gedacht. Verstehst du, wie ich das meine? Na ja, irgendwie verstehe ich dich schon, Hein. Nicht? Das ist doch so. Ja. Ja, Selma. Nur mal ganz was anderes. Ich möchte gerne dich bitten, es dir noch mal gründlich zu überlegen, ob es nicht vielleicht doch besser wäre. Ich meine, wegen Gisela, dass sie nicht immer so hin und her gerissen wird. Ach, wird die denn hin und her gerissen, Hein? Ja, Selma, du musst mich auch nicht immer unterbrechen. Ich meine, wenn wir beiden, ihre Eltern, wenn wir wieder zusammenkämen. Du meinst, dass wir beide noch mal heiraten? Ja. Also, wenn ich ehrlich bin, bin ich ja deswegen bloß hergekommen. Bist du das, Selma? Wollen wir beiden das noch mal miteinander versuchen, was? Natürlich in erster Linie wegen Gisela. Ja. Dass die nicht so hin und her gerissen wird.
Denn dass ich jetzt noch so verrückt nach dir bin, das musst du dir nun nicht einbilden. Selma, das kommt wohl noch. Ja, weißt du, man muss ja auch mal an sein Alter denken. Mutter lebt nicht ewig und da vermisst man eine Frau. Wie kommst du denn darauf? Das ist mir gerade so eingefallen. Und wann fällt dir endlich mal ein, mich mal wieder in den Arm zu nehmen? Sofort! Komm her, mein Süßchen. So was habe ich gern. Oh, Mama, Papa! Warum bleibst du nicht bei deinen Erbsen und Wurzeln? Ja, Gisela. Wir sind uns einig geworden. Wir beide heiraten wieder. Oh, ist das schön! Oh, mein Kind, du darfst doch das Heulen sein. Warte mal hier. Da kommt Oma schon die Treppe runter. Dann kommt dein Bruder bestimmt auch hier rein. Selma, du bleibst hier an meiner Seite. Also ich bleib dabei, hier wird heute gebacken. Du, Omi, denkst dir mal, Mama und Papa wollen wieder heiraten. Wollen wieder heiraten, sagst du? Na, dann bedank dich, Mama, bei deinem Onkel Fritz. Der musste ja erst ganz aus Amerika kommen, um dein Vater mit der Nase drauf zu stoßen, was ich gehört. Was denn er? Selma. Oh, Selma. Möchtest du mir die Hand geben? Warum nicht? Das kann ich ja tun. Ich möchte euch beiden von ganzem Herzen Glück und Segen wünschen. Das ist nett von dir, Fritz. Und wie ich wohl annehmen darf, ein bisschen, habe ich mit meinen schwachen Kräften dazu beigetragen. Und deshalb will ich jetzt gehen und unserem Herrgott danken. Gisela, würdest du mich hinausgeleiten? Halleluja! Wo geht er denn hin? In die Kirche geht er. Das tut er jeden Sonntag. Ja, du, Oller Sünder, kommst ja nicht dazu, nicht? Ja, nun. Ja, bezahlt immer die hohen Kirchensteuern, aber hingehen ist nicht. Na, Selma, was wird denn nun mit deinem Lokal? Och, das wird sich wohl verpachten, nicht, Selma? Ach, darüber schnacken wir noch mal heim. Und Mama und deine kleine, schöne Wohnung. Ja. Die ist dann für dich, Gisela. Ja, aber wieso? Wozu braucht sie jetzt schon eine Wohnung? Oh, Papa. Wäre das denn nicht schön, wenn am Mittwoch, an Omis Geburtstag und deinem Geschäftsjubiläum, nicht nur ihr beiden Verlobung feiern würdet, sondern wenn auch Detlef und ich dann... Oh, nee, du kommst mir wieder mit diesem Dübel vom Finanzamt, Kim. Ich brauch doch einen Fachmann als Schwiegersohn. Und den sollst du doch auch kriegen, Hein. Und was für einen? Wo muss es denn durchaus dieser Kröpeli sein? Das gibt doch noch mehr Menschen, die Bäcker gelernt haben. Wer denn, Mutter? Wer denn, frage ich? Backe Kuchen, der Bäcker hat gerufen. Wer will schönen Kuchen backen, der muss haben sieben Teile. Eier und Salz, Zucker und Salz, Milch und Mehl, bitte mach den Kuchen hier. Was hat das alles zu bedeuten? Ja, weißt du, das hat alles der Dübel gebacken. Ja, ich hab bloß aufgepasst, dass er nicht so mit Butter und Eier rumarzt. Herr Dübel, Sie wollen mir doch wohl nicht weismachen, dass Sie richtig Bäcker und Konditor gelernt haben. Wenn ich das nur aber doch hab, Herr Hinzpeter. Guck mal, Papa, das steht hier sogar auf seinem Gesellenbrief. Wo? Was denn? Bei Innungsmeister Morlock haben Sie gelernt? Bei Morlock, bei dem sein Vater hast du doch auch gelernt. Und wer hat damals im Prüfungsausschuss gesessen, als der Dübel dich für den großen Baumkuchen den ersten Preis geholt hat? Nein, sein Name steht da unter. Nein. Was sagst du nun? Weißt du, da unten links in der Ecke, die charaktervolle Handschrift mit dem Schisslerwing. Glaubst du vielleicht, ich kann meinen eigenen Namen nicht mehr lesen? Den ersten Preis haben Sie nur mir zu verdanken. Ich war das nicht darauf bestand, dass ihm der Baumkuchen zugeteilt wurde. Nein, das muss dir jetzt aber genügen.
Und darum, Herr Hinzpeter, bitte ich Sie hiermit um die Hand Ihrer Tochter. Oh ja, und Mama ist auch einverstanden. Ja, warum soll ich wohl nicht? Ja, und ich auch. Und damit ist die Sache erledigt. Die beiden kriegen sie. Ja, Mutter, das hat doch alles keinen Sinn. Was soll denn mein Geselle Kröblin von mir denken? Ach, ja. Oha, Meister, wenn man von Dübel schnackt, ne? Da warst du nicht mit gemeint, Detlef. Tach, 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 tach. Ja, Sie wollten doch heute Abend erst wieder zurückkommen. Ich bitte Sie, Meister, sind Sie mir nicht zu böse, was ich Ihnen jetzt sagen muss? Wegen dem Darlehen, das tut nicht mehr nötig. Das ist ja nicht alles. Hm? Aber ich kann leider mein Versprechen nicht halten, Meister. Als ich gestern in Ratzeburg bei meinem Henningbruder ankam, denken Sie mal, wer da war. Na? Mein Mariechen Kaludrich, Kate. Und der ist ein paar, der die Löffel gekriegt haben, was? Sie ist nun Ratzeburg bei meinem Henning Bruder und soll nur, Mutter werden. Mutter! Wer kommt denn da wohl als Vater in Frage? Und doch wohl Sie, nicht wahr, Herr Kröpelin? Mariechen sagt ja, aber wie sowas möglich ist. Der glaubt noch an Klapperstorm. Dann müssen wir ihn auch heiraten, das sag ich Ihnen. Und unser Meister muss das wissen. Das ist nämlich ein Mann mit Charakter. Dann darf ich nur wohl doch Schwiegervater sagen, was Herr Hinzpeter... Ja, warum denn nicht? Wo ich doch nun zu wissen gekriegt habe, dass du ein richtiger Bäcker und Konditor bist, was? Was heißt nu? Wenn du bloß einmal richtig zugehört hättest, hättest du das schon längst gewusst. Hätten die Leute eine Stunde früher nach Hause gehen können. Für Leute, Mutter. Ach, für Leute, die da unten. Aber haben die alles mitgekriegt, was hier oben bei uns los war? Ja, denkst du nicht? Auch, dass wir wieder heiraten wollen, Hein. Das auch, ja. Und dass du zu viel Steuern bezahlt hast, Schwiegervater. Das auch sogar. Die Kinder, welche Blamage. So was haben wir gern.